So, guten Morgen. Ich bin angekommen. Ich bin aus dem Bett aufgestanden. Ich habe echt lange geschlafen. Ich glaube 12,5 Stunden oder so. Und ich fühle mich trotzdem richtig tot. Aber ist egal. Gestern habe ich gesagt, ich möchte was machen. Und es gibt keine Entschuldigungen heute. Und ich habe noch nichts gegessen, habe nur den Vlog geschnitten. Und jetzt gibt es das Frühstück und dann geht es sofort ins Fitnessstudio. Denn jetzt wird wirklich was gemacht. Die Aufgabe das geht nicht, wenn man unterwegs ist. So, das war die erste Mahlzeit des Tages und gleichzeitig auch mein Mittagessen, also nicht direkt Frühstück. Und jetzt fahren wir, bevor ich weiter lange rumrede, sofort zum Training. Wow, ist das ein komisches Gefühl, wieder ein Auto anzustarten. Auf geht's. So, zurück vom Training, war erfolgreich. Bin zufrieden gewesen mit der Leistung, kann man sagen. Ja, schön wieder zurück zu sein, praktisch. Und ich dachte mir einfach nur, oh, es muss wieder was gemacht werden. Ja? Ich bin echt nicht in Form, muss wieder was gemacht werden. Und es ist laut hier, es ist verdammt laut hier. Ich gehe ran. Alright, das Training ist zu Ende. Es war echt gut, dafür, dass es wieder das erste seit, ich glaube, 2 Wochen war. Das letzte Training, was ich gemacht habe, habt ihr auch im Vlog gesehen. Das war einer der ersten Vlogs im Juni. Und ich bin zufrieden mit meiner Leistung seitdem. Ich war ja teilweise auch krank, ich hatte eine Magen-Darm-Grippe, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Und ich bin jetzt einigermaßen wieder dabei und ich fühle mich echt so, ich muss jetzt gesund essen und ich muss jetzt trainieren nach Amerika, weil ich dort echt nur Müll gegessen habe. Und ich will auch viel mehr machen. Ich bin interessiert daran. Aber leider kann ich heute nicht so viel machen. Ich würde gerne noch irgendwie was anderes Sportliches machen. Vielleicht gehe ich mal Tennis spielen die Tage. Aber heute ist eher so nach dem Motto, ich muss aufholen, was ich verpasst habe. E-Mails, Videos, Dings da. Genau das. Und deswegen ist heute ein Arbeitstag und ich kann sonst nicht so viel machen. Ich will aber heute auch unbedingt wieder streamen. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Also fühlt sich echt wieder gut an. Gerade läuft die Fußball-EM und die verfolgen ja sicherlich einige von euch. Ich hoffe immer noch, Österreich macht das. Wenn das Video hier online geht, heute spielt Österreich und das kann interessant werden. Wir müssen gewinnen. Ich habe nicht so viel mitverfolgt bisher leider, weil ich ja in den USA war. So ist es nicht besser, glaube ich. Und ich meine, dort berichten die auch ziemlich viel über die EM generell, aber es ist schon schwer, das mitzuverfolgen. Ich habe mich darauf konzentriert, das Land zu sehen. Habt ihr ja, denke ich mal, in den Vlogs mitbekommen. Wie dem auch sei. Es geht dabei jetzt nicht direkt um die EM, aber um Fußball. Denn die Allianz Arena, maybe you know it, hat mir die Möglichkeit geboten, ein Gewinnspiel zu machen, wo ihr gewinnen könnt. Und da könnt ihr mal mitmachen. Es haben sich viele beschwert. Ich glaube, ich habe ein letztes Gewinnspiel gemacht. Da haben sich viele beschwert, dass man 18 sein musste. Das ist bei dem nicht der Fall. Bei dem Gewinnspiel geht es auf 14 bis 16 Jahre. Also ihr könnt da teilnehmen, wenn ihr 14, 15 oder 16 seid. Und es geht um das Allianz Junior Football Camp. Das ist einfach so ein Fußballcamp, wo man beim FC Bayern in der Allianz Arena mit dem FC Bayern ein Training hat. Und das geht von 25. bis 30. August. Und ich werde da auch hinfahren. Das heißt, selbst wenn ihr nicht gewinnt, werdet ihr einen Vlog davon sehen. Und ich werde die Leute vom Bayern-Team treffen. Und da bin ich mega, ja, gespannt drauf. Aber das könnt ihr auch, wenn ihr gewinnen könnt. Ich packe euch alle Links dazu in die Beschreibung, falls euch das interessiert. Für die, die Fußball nicht interessiert, das tut mir leid. Das es ist EM-Zeit, da darf man das mal. Auch ich darf das dann mal, okay? Dafür habe ich heute noch ein paar Dinge, die ich euch erzählen kann, denn es gibt einiges zu berichten. Erstens, ich habe ein paar Leute gefragt, ob ich aus LA wieder, also aus dem Material von LA, wieder so ein Video mache oder generell so ein Video mache, wie von London oder von Kroatien. Denn das sind 2 Videos, aus denen ich mal geplant habe, irgendwie eine Serie zu machen. Weiß nicht, ob ich das wirklich umsetze, aber so Travel Destinations, also wenn ich irgendwo hinverreise, dass ich dann ein Video mache, was den Trip zusammenfasst mit Timelapses und Slow Motions und schönen Shots, die ich dort gemacht habe. Ich habe keine Extra-Aufnahmen gemacht. Also alles, was ihr gesehen habt in den Vlogs, waren alle meine Aufnahmen. Und deswegen kann ich höchstens ein Video machen, was das Ganze zusammenfasst. Werdet ihr daran interessiert, wenn ich sowas wieder mache? So ein LA, Los Angeles 16-Video, wie von dem London-Video vielleicht?
Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Denn eigentlich hätte ich schon Bock, das zu machen, aber es ist halt recyceltes Material, weil ich vergessen habe, dass ich sowas machen kann. Und den Aufwand auch neben den Daily Vlogs nicht unbedingt betreiben wollte, denn das war schon Arbeit genug, glaube ich. Und ich habe heute außer meinem Mittagessen, was ja doch schon eine ganz ordentliche Portion war, noch nichts gegessen. Langsam bekomme ich aber wieder Hunger. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich gebe euch alles mit, was ich esse. Ihr werdet nicht angelogen, ich schwöre. Das Essen, das meine Mutter macht. Ich will kein Zucker essen. Warum steht das da? Der Joghurt wäre jetzt schon geil. Aber kein Zucker für mich. Aber so wie es halt echt aussieht, haben wir leider... Ich meine, ich habe Mozzarella da. Und ich könnte mir dieses Gericht machen, was ich euch schon mal im Vlog gezeigt habe, was ich da gekocht habe. Oder ich bestelle mir Sushi. Was? Ich weiß, es ist super duper late, aber ich habe bis jetzt gestreamt, das ist irgendwie 1 Uhr oder so, deswegen ist es so dunkel. Aber ich bin zufrieden mit dem Tag gewesen, auch wenn der Vlog etwas gelitten hat, denn ich hatte nicht so viel vloggen können. Immerhin war es ziemlich viel Arbeit am PC den ganzen Tag über, der ist aus endlich. Aber es wird sich einiges tun die kommenden Tage. Ich will ein bisschen mehr Action wieder reinbringen. Es sind noch, ich glaube, 9 Tage, die ich daily vloggen werde. Und danach werde ich nur noch on occasion vloggen, also wenn es eine Reise gibt oder irgendwas anderes Spannendes passiert. Also mal schauen, aber jetzt erstmal will ich so ein bisschen das Fitness Diary auch führen, glaube ich. Ich packe euch übrigens alle Infos zu Fitness, also meinen Trainingsplan und so weiter und was ich den Tag über gegessen habe, immer auch noch zusätzlich in die Beschreibung, falls es noch jemanden interessiert. Und jetzt zeige ich euch noch, was meine aktuelle Form ist, also damit ihr das mal seht, was ich ändern möchte. Und ja, alles andere findet ihr wie gesagt in der Beschreibung.